Es ist ein Rausch, der sich entwickelt. Das ist eine wahnsinnig tolle Frau, die stark ist, aber auch zerrissen. Das ist ein ganz großes Geschenk als Schauspielerin. Mein Name ist Stefanie Reinsberger und ich spiele in unserem Stück die Brünnhilde. Thomas Koch hat eine Besonderheit, wenn er schreibt. Erstens mal sind alle seine Texte zentriert und ohne Interpunktion. Und hier war für mich vor allem so die Hauptaufgabe, in diese Sprache zu finden, weil ich es natürlich toll finde, dass du dadurch, dass es keine gesetzten Sätze gibt, kannst du auch für dich selber entscheiden, wo deformiere ich einen Text oder wo breche ich einen Gedanken auf, wo versuche ich den vielleicht unlogischer zu sprechen. Kein Saal mit rohbehauenem Holzwerk, hier und da, nichts, kein hier und da, nirgends, nichts. Kein Herd, dessen Rauchfang seitwärts zum Dach hinaus, nichts. Kein Vorratsspeicher, keine hölzernen Stäbel, keine geflochtene Decke, nirgends, keine angezimmerte Bank, keine hölzernen Stufen, nichts, nirgends. Es ist, finde ich, so ein Rausch, der sich entwickelt, wenn ich für mich das Gefühl habe, ich kann den jetzt so gut und der ist so nah bei mir angekommen, dann passiert es doch so fast automatisch, dass das Hirn so die richtigen Wendungen nimmt und man dann, ja, wie auf diesem Text so tanzen kann. Das Allerwichtigste für mich, meine Musik. Das ist vielleicht wirklich was ich in jeder Produktion mache. So jede Rolle kriegt so eine eigene Playliste von mir. Was total gern macht, dass ich von zu Hause zu Fuß zum Theater gehe und da schon diese Musik höre und parallel schon ein bisschen einfach so diese Texte spreche und es mir egal ist, dass alle rundherum denken, dass die völlig wahnsinnig ist. Was jetzt passiert ist, dass ich in meinem Probenkostüm und frisch desinfiziert und gewaschen in die Maske gehe und tatsächlich jetzt meine Perücke aufgesetzt kriege. Hello! Hey. Ey, das sieht so geil aus. Mein Kostüm ist so, es hat ein bisschen was Kindliches, aber ich höre sehr viel. Ich höre Mischungen von Amy Winehouse. Irgendwer denkt immer an die Spice Girls, wenn er mich sieht. Ich habe so ein gelbes Kleidchen an und flache Stiefel, das finde ich super. So ein bisschen Kriegerin und Kämpferin. Und eine Wahnsinnsperücke, sowas hatte ich noch nie auf. Sehr, sehr, sehr viel Haar und ich glaube schon eine ziemlich große Typveränderung. Ist das angenäht? Das kann mir nicht abfallen. Das kann, also wenn du jetzt richtig doll Headbang machst, könnte es. Okay. Hallo. Hallo. Geil. Das sieht so krass aus. Ach, ich habe sie richtig lieb geworden, diese Texte und was diese Facetten, die Thomas Koch auch gerade Brünnhilde gegeben hat, das ist so tief bei mir angekommen und das, ja, ist ein ganz großes Geschenk als Schauspielerin. Es ist eine wahnsinnig tolle Frau, die stark ist, aber auch zerrissen, zweifelt, die sich verlieben darf, nicht verlieben will und irgendwie versucht, für was Größeres zu kämpfen, von dem sie aber auch nicht genau weiß, was. Und deshalb ist sie gleichzeitig auch so wundervoll unmoralisch. Deine Stimme singen, höre ich, sehe es. Nein! Zero Interest an deinem Reizen, diesen Mythos hier. Ja. Und meine Stimme ist so wirklich vieles, aber sicher nicht süß. Die Herausforderung an diesem ganzen Abend ist tatsächlich die Bühne. Also es gibt im ersten, die ersten Teile spielen in einer überdimensionalen Küche, eine Küche aus der Perspektive eines Kindes. Und es ist eine sehr fordernde Bühne. Es ist sehr viel Klettern, sich Räume schaffen, ringen, um wo ist der Konzentrationsort, wo kann ich in die Situation gehen. Lass mich jetzt hier liegen, wird mich keiner mehr hier auf, ja? Lass mich in Frieden, das ist vielleicht hier ein bisschen schöner. So. Für mich ist ein Probenstart mit Ersan eine Art Einladung, die ausgesprochen wird, sich in einen gewissen Kosmos zu begeben. Das ist natürlich eine sehr klare Ansage, immer was Bühne und Kostüm betrifft. Und gleichzeitig darfst du da drin aber ganz, ganz frei sein. Und für mich sind Proben mit Ersan, wird mir da so ein Spielplatz ausgebreitet werden. Und dann kann ich gucken, ob ich lieber klettern oder rutschen will. Ich brauche diesen kurzen Moment in der Garderobe für mich alleine, wo ich so das Gefühl habe,
okay, jetzt ist sie da und jetzt kann ich irgendwie, kann ich auf meine Position gehen, da will ich im besten Fall nicht nochmal angesprochen werden und dann kann es losgehen.